Martina, was kann ich tun, wenn mein Kind haut, zwickt oder beißt? Wichtig ist im ersten Moment sofort einzugreifen, darauf zu achten, dass alle unverletzt bleiben. Du kannst natürlich dann auch sanft den Mund deines Kindes wegmachen oder die Hände wegnehmen. Wichtig ist, dass du dabei trotzdem in einer liebevollen inneren Haltung bleibst und dir vor allem dann danach die Frage stellst, was die Ursache für das Schubsen, Hauen, Beißen war. Denn so kannst du vielleicht in der nächsten Situation bereits vorbeugend reagieren und dein Kind auch davor schützen, dass es vielleicht von anderen verurteilt wird oder vielleicht in der Kita Probleme hat. Ganz wichtig ist also, dass du die Bedürfnisse deines Kindes erfüllst und auch im Blick hast, dass dein Kind entwicklungsbedingt dieses Verhalten zeigt. Denn Kinder haben oft noch keine andere Strategie und brauchen Zeit, um zu lernen, wie sie sich zum Beispiel abgrenzen können. Passend zur Ferienzeit, die für Eltern ja oft so ein bisschen herausfordernd ist, habe ich einen Wochenplan wunderschön designt für 0 Euro für euch entwickelt. Dieser Wochenplan hilft euch dabei, die Bedürfnisse aller im Blick zu haben. Du bekommst auch ganz viele Strategien an die Hand, wie ihr euren Alltag bedürfnisorientiert gestalten könnt. Einfach ein Herz in die Kommentare schicken, dann bekommst du den Link für den Download.